Hast du heute Geburtstag? Dann wollen wir doch mal deine Geschenke auspacken. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Friends. Das Let's Play für Kleinkinder und wir werden heute mit dem Hasen spielen und da ein schönes Abenteuer erleben. Also gut, in der letzten und vorletzten Folge haben wir schon als Katze und Hund gespielt, deswegen heute als Hasen. Dann mal los! So, als erstes besuchen wir den Biber. Der schaut schon aus dem Fenster. Hallo, Herr Biber. Oh, hast du heute Geburtstag? Dann wollen wir doch mal deine Geschenke auspacken. Oh, wow. Das ist ja mal cool. Ein kleiner Löwe, ein Plüschlöwe. Und er macht so lustige Geräusche. Der ist ja toll. Haben wir noch was? Schaut mal, noch ein Geschenk. Wow. Das ist ja mal toll. Ein Teddybär. Hui! Der macht auch super lustige Geräusche. Der quietscht so schön. Okay, was haben wir denn noch Schönes? Können wir noch ein Geschenk aufmachen? Wow, ein Koala-Bär! Der quietscht ja auch so süß rum. Da haben wir aber echt viele Plüschtiere in den Geschenken. Und hier drin? Eine Lokomotive. Ein kleiner Zug. Eine Lok. Die ist ja mal toll. Tut tut. Die Eisenbahn. Was haben wir denn noch? Noch ein Geschenk. Mal gucken. Das letzte Geschenk und... Oh, ein Auto. Oh, es macht Autogeräusche. Es hupt. Tut tut. Wir kommen. Hey Biber, das war ein wirklich toller Tag bei dir. Danke, dass ich mitmachen durfte, deine Geschenke auszupacken. So, besuchen wir jetzt als nächstes den Hund. Der wartet auch schon auf uns. Hallöchen! Hallo Hund, wie geht's dir? Oh, du hast auch eine Eisenbahn? Die ist ja mal toll. Tut, tut. Und noch ein Anhänger in der Farbe lila. Und ein Anhänger in Türkis. Und eingeschlagen. Super. Schaut mal, jetzt kommen noch ein paar Bälle dazu. Und die können wir jetzt der Farbe ordnen. Also zu welchem Anhänger passt welcher Ball? Lila zu Rot? Nein, Lila zu Lila natürlich. Oder Lila zu Türkis? Ach, was erzähle ich denn da? Ihr wisst ja bereits, Lila passt zu Lila. Und Türkis zu Rot? Nein, Türkis zu Türkis. Und der rote Ball zu guter Letzt natürlich zum roten Anhänger. Es ist farblich alles geordnet und die Eisenbahn ist startklar. Wir können losfahren. Tschuf, tschuf. Wie süß. Tschuf, tschuf, Achtung, Achtung, die Eisenbahn kommt. Tschuf, tschuf. Die ist ja mal putzig. Bye bye. Tschüss, Hund, danke für deinen Besuch, beziehungsweise danke, dass wir als Gast sein durften. Hallo, Katze. Oh, du gehst schlafen? Okay, dann wollen wir doch gar nicht so laut reden. Hey, Moment mal, wir haben vergessen, das Licht auszumachen. So, jetzt könnt ihr euch zudecken, ihr zwei. Okay? Also. Gute Nacht. Ich bin auch schon ganz müde. Danke für das Mittagsschläfchen, Katze. Suchen wir jetzt zum Schluss noch den Vogel. Der wartet auch bereits auf uns. Hallöchen. Oh, was hast du denn da? Seifenblasen? Ui, die sind aber toll. Schaut mal, wie lustig die... Wow, wie lustig die da rauskommen. Und jetzt wollen wir mal eine große Blase pusten. Magst du Vogel? Oder magst du Hase? Hey, klasse. Und zerplatzt. Am besten ist es danach, immer nach der Blase sie mit dem Finger platzen zu lassen. Machen wir gleich noch einmal. Süß, wie sie sich freuen. Schaut mal. Und... Sehr schön, weiter so. Habt ihr auch schon mal Seifenblasen geblasen? Wenn ja, schreibt es doch mal in die Kommentare. Und vor allem, mögt ihr das? Macht es euch Spaß, mit Seifenblasen zu spielen? Ich find's immer total lustig. Und? Nochmal du, Hase. Und? Kadumm. Übrigens, falls euch das Video gefällt, lasst doch einen Daumen hoch da. Das zeigt mir, dass ihr die Kleinkinder-Let's Plays auch schön findet und dass ihr vielleicht noch sogar noch mehr davon wollt. Also vor allem, wenn Eltern das sehen und ihr wollt noch mehr für eure Kinder haben, dann schreibt das doch in die Kommentare oder lasst einen Daumen hoch da.
So. Und noch eine Seifenblase. Und. Bumm. Das ist aber lustig, wenn man sie zerplatzen lässt. Okay, Vogel. Danke für deinen schönen Tag heute mit dir. Es war echt schön. Danke, tschüss. So, dann gehen wir zurück zur Charakterauswahl, wo es die anderen Tiere gibt. Und werden in der nächsten Folge dann mit dem Vogel spielen. Das wird ein Spaß. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Rechts oben kommt ihr zur nächsten Folge. Rechts unten gibt es einen Videovorschlag. Einfach draufklicken. Und solltet ihr das Video auf dem Smartphone oder Tablet schauen, findet ihr die Links dazu auch in der Videobeschreibung. Und ansonsten, nicht vergessen, diesen Kanal unbedingt zu abonnieren, damit ihr nie wieder etwas verpasst. Ciao!